Es ist nur ein symbolischer Radweg mitten in München. Für Radfahrer ist es am Lenbachplatz bei der Kreuzung Elisenstraße-Sophienstraße viel zu gefährlich, so das Bündnis Radentscheid München. Der Radweg endet hier plötzlich wie aus dem Nichts. Ich fahre genau hier täglich ins Rathaus und zurück. Wir haben hier einen Radstreifen ausgelegt, weil der Radweg endet, komplett endet und für die Autofahrer nicht einsehbar ist, dass auf einmal Radfahrer auf ihrer Spur sind. Es entstehen hier täglich schwierige Situationen. Um ein Zeichen zu setzen, rollten die Bündnisinitiatoren einen Radfahrstreifen aus Stoff an der unübersichtlichen Stelle aus. Es ist ihre erste Aktion, um auf die dringend zu verbessernde Situation vor Ort, aber auch in der ganzen Stadt aufmerksam zu machen. Wir stellen einfach fest, dass die Radinfrastruktur doch ziemlich ausbaubedürftig ist. Und hier heute sind wir deshalb hier an der Elisenstraße, wo der Radweg einfach aufhört. Und wir möchten natürlich, dass Radwege durchgängig fortgeführt werden und Radfahrer nicht einfach im Kreuzungsbereich auf die Straße gespuckt werden. Das neu gegründete Bündnis Radentscheid München fordert ein stadtweites, lückenloses Radverkehrsnetz, sichere, breite und komfortable Radverkehrsanlagen sowie stressfreie Kreuzungen. Der öffentliche Raum soll gerecht aufgeteilt und sichere Fahrradabstellplätze geschaffen werden. Wir sehen das in Holland, in Kopenhagen. Es ist möglich. Ja? Also es ist nichts, was unmöglich ist oder gespinnerte Leute, sondern es ist tatsächlich möglich und auch in Kopenhagen ist das Wetter nicht besser. Also wir bekommen wirklich die Möglichkeit, jetzt was zu tun. Damit auch in München etwas getan wird, haben 6 Verbände und Parteien das Bündnis gegründet. Zu ihnen gehören der Allgemeine Deutsche Fahrradclub München, die Münchner Parteien, die Grünen, die ÖDP und die Linke, sowie der Bund Naturschutz und der Verein Green City. Richtig durchstarten will das Bündnis dann im Frühjahr. Wir suchen nicht nur nach Unterstützung von Vereinen und so weiter, sondern auch jeder Münchner, der sagt, ich möchte mich engagieren, mal 2 Stunden Unterschriften sammeln oder ein IT-Projekt machen, ein kleines, oder was basteln, was Kreatives, ist herzlich eingeladen, mitzumachen, auf unsere Homepage zu gehen und sich als Radlbotschafter zu registrieren. Über 100 Radlbotschafter gibt es schon in der Landeshauptstadt. Weitere sind immer willkommen, damit aus dem Symbolischen bald ein echter Radfahrstreifen wird.